Willkommen zu einem neuen Beitrag von Unterwegs am Butzweiler Hof. Heute sind wir ja eingeladen in der Brasserie Boxenstopp, wo wir einen kleinen Imbiss zu uns nehmen werden und ein Gewinnspiel gibt's auch. Also rein! Wir befinden uns jetzt in der Brasserie Boxenstopp zwischen dem Viertakt-Hangar und dem alten historischen Flughafengebäude am Butzweiler Hof. Und neben mir sitzt der Johannes Molderings, Geschäftsführer von Lemon Pie. Hallo Johannes. Grüße dich. Wir sagen du zueinander. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und vielleicht möchtest du erstmal erzählen, was Lemon Pie überhaupt ist und wie es hier zu der Brasserie am Boxenstopp überhaupt gekommen ist. Ja, zwei Sätze zu Lemon Pie. Wir sind ein klassisches Catering-Unternehmen seit 2002. Lemon Pie, weil ich bin gelernter Konditormeister und habe den Ursprung meiner Ausbildung als Firmenname gesucht und habe die Firma dann Lemon Pie genannt mit meiner Frau. Und wir sind seit etwa 2002 sind wir auf dem Markt und sind im Süden der Stadt Köln ansässig gewesen und sind im letzten Jahr aufgrund der Entstehung des Motorworlds sind wir hier an den Butzweiler Hof gezogen. Okay. Und wie ist es zum Butzweiler Hof gekommen? Wir wurden angesprochen von Seiten der Motorworld, ob wir Interesse daran hätten, hier als Catering-Partner einzusteigen. Und dann über die Wochen hinweg, über die Monate, über die Gespräche hinweg wurde dann über die Michael-Schumacher-Ausstellung gesprochen, dass man dort halt und über die Eventflächen, Tagungsflächen, dass man dort einen Catering-Partner sucht, der sich darum kümmert. Und da haben wir uns bereit erklärt und dann gedacht, okay, in dem Zuge müssten wir dann halt auch noch eine kleine Brasserie gründen, wo man halt uns als als Anlaufstelle über den ganzen Tag findet. Ihr seid ja jetzt nicht seit gestern geöffnet, sondern ziemlich genau oder fast ein Jahr, im Juni 2018 habt ihr schon geöffnet. Genau. Ihr habt uns jetzt, wir haben öfters schon mal angefragt, können wir ein Interview machen, habt ihr gesagt, ja, gerne, aber noch nicht jetzt. Ja. Was war der Grund? Ja, es war ein holpriger Start. Die Motorworld hat im Juni letzten Jahres aufgemacht und wir waren halt so als Pionier der Erste, der hier halt vor Ort war und draußen steht vor der Tür halt ein Airstream, aus dem wir halt dann halt... Airstream ist ein Foodtruck. Ein Foodtruck, wo wir gesagt haben, okay, dann machen wir ein Baustellenangebot, da gab es dann Currywurst, Kartoffelsalat. So die schmale Karte. Schmale Karte, Flammkuchen. Die haben wir auch beibelassen, weil das wurde so gut angenommen und das war quasi so ein Renner mittlerweile. Das heißt, im Außenbereich der Airstream, der Foodtruck, der bleibt weiterhin erstmal stehen und bedient dann so das Laufpublikum? Ja. Oder? Der Airstream, der Foodtruck, der bleibt draußen stehen. Unsere Küche hier in Boxenstopp, die wurde jetzt eröffnet, die ist fertiggestellt worden. Aber weiterhin, über das ganze Jahr, werden wir unser kleines, schmales Baustellenangebot, die Currywurst, der Flammkuchen und den Kartoffelsalat mit der Frikadelle, den wird es weiterhin geben. Draußen gehen. Ja, und die frischen hausgemachten Pommes. Okay, nochmal zurück zur Karte. Du sagst, ihr seid ein Caterer. Ja. Wird denn hier trotzdem alles frisch zubereitet vor Ort oder wird das irgendwo angeliefert? Wir arbeiten ohne Konservierungsstoffe, wir haben alles frisch hier im Haus, wird alles frisch hergestellt. Wir haben hier eine Küche, wir haben drei Köche beschäftigt, die hier in der Brasserie hier vor Ort frisch kochen. Täglich so ist die Karte auch aufgebaut und aus dieser Küche wird auch die komplette Michael-Schumacher-Ausstellung versorgt. Okay. Jetzt heißt das hier ja Brasserie Boxenstopp. Ja. Ist da irgendwie ein besonderes Food-Konzept auch mit verbunden? Also Brasserie klingt also ein bisschen französisch. Unser Food-Konzept ist regional, saisonal und halt auf die Jahreszeiten, auf die Menschen abgestimmt, die hier zu uns ins Lokal wollen. Wir haben Gerichte unter 10 Euro und als besonderes Getränk haben wir uns auch, weil wir ja auch ein Tagesgeschäft haben, für den Chamon Café in Köln, die älteste Kaffeerösterei entschieden. Ach, da kommt er, das ist unser Partner. Ja, schauen Dankeschön. Sie mal. Mit speziellen Tassen. Okay, das ist jetzt von einer Rösterei in Köln? Das ist die älteste Kaffeerösterei
in Köln, Chamon-Café aus Ehrenfeld. Okay. Unsere Öffnungszeiten sind von morgens 10 bis 18 Uhr und unser Ziel ist es ein... Montag bis Sonntag. Von Montag bis Sonntag, 365 Tage auf. Wir haben, wie gesagt, wir probieren halt alles auf. Heiligabend war nicht der stärkste Tag und Rosenmontag, müssen wir auch sagen, war nicht so viel los hier. Ja, das kann man als Kölner ja verstehen. Ne? Okay, jetzt steht im Internet, dass die Brasserie sich auch als Event-Location versteht. Ja. Vielleicht möchtest du da noch was kurz zu sagen? Abends kann man die Brasserie, den Boxenstopp, anmieten, kostenfrei. Das, wo so, dass man hier eine private, also seinen Geburtstag, seine Kommunion, seine Hochzeit feiern kann. Mhm. Ist auch so ausgelegt, dass die Tagungsteilnehmer, die hier in der Michael-Schumacher-Ausstellung tagen, dass die Räumlichkeiten in Anspruch nehmen können für ihre Abendveranstaltung. Ja, sehr schön. Ja, das war es auch schon mit dem Interview, aber ein kleines Schmankerl hätten wir noch, und zwar in Kooperation mit Lemon Pie und der Brasserie Boxenstopp können wir euch auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel anbieten. Wir verlosen einen Gutschein für 2 Personen zu einem Lunch im Gesamtwert von 60 Euro. Ja, dafür möchte ich mich auf jeden Fall recht herzlich bedanken. Sehr gerne. Kurz zu den Teilnahmebedingungen. Ihr müsst diesen Beitrag liken und diesen Beitrag natürlich teilen. Und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, das versteht sich von selbst. Das Gewinnspiel läuft bis zum 19.05. und die Tage danach wird der glückliche Gewinner ausgelost. Das war's auch schon und ja, ich bedanke mich recht herzlich und ich wünsche euch für das Projekt ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und wir werden uns sicher öfter sehen. Dankeschön, wir freuen uns. Dankeschön. Auf gute Nachbarschaft. Ja, gleichfalls.